Sabrina, wie gefällt dir denn Vitameiser? Vitameiser ist ein total cooles Getränk. Ich kannte es vorher gar nicht, aber jetzt wurden wir hier gesponsert, hier beim Kitesurf World Cup. Und egal welche Farbe, schmeckt einfach geil. Ja? Ist das so? Ja. Wie findest du Vitameiser? Ja, ist so zwischen den Rennen immer wieder gut, dass man wieder fit ist. Und ja, ist ein gutes Getränk und gibt mir immer wieder Kraft zwischen den Rennen. Wie viel Vitameiser trinkt ihr so am Tag? Wie viel Vitameiser trinkst du? Oh, ich glaube, ich laufe schon 10-mal hin. 10-mal am Tag und immer das gleiche oder alle Geschmacksrichtungen? Ja, ich mag gerne, am Morgen mag ich gerne das Rote, dann am Nachmittag geht es dann so zu diesem hier. Und dann am Abend, ja, so bin ich beim Chillen. Okay, und bei dir? Ja, ist ganz gemischt, mal das, so immer zwischendurch. Und ich glaube, am Tag renne ich öfters mal so 15 Mal in die Riders Lounge und hole mir ein neues Getränk. Was ist dein Lieblingsgeschmack? Also da gibt es ja 4 verschiedene. Mein Lieblingsgeschmack ist das Rote. Das Rote? Das ist ja das einzige mit Energy. Merkst du da einen Unterschied jetzt im Vergleich zu einem Wasser oder ist das unverändert? Natürlich merke ich da was. Da kriege ich auf jeden Fall viel Power und dann bin ich hellwach. Wie ist das bei dir? Also in der Früh das Rote, dass ich erstmal wach werde. Und dann nachmittags so das Absolut. Es schmeckt gut, ist erfrischend und passt. Okay. Habt ihr ja schon mal probiert, eine Vitameiser-Flasche mit auf die Runde zu nehmen, zwischen dem Heat direkt, oder passt das nicht zwischen das Trapez? Ich habe es immer kurz vorher und dann schmeiße ich die Flasche weg, wenn sie leer ist. Aber in den Müll? Natürlich. Und wie sieht das bei dir aus? Hast du schon mal versucht, eine Vitameiser-Flasche mit auf den Heat zu nehmen, mit aufs Wasser zu nehmen? Nee, eine Halterung habe ich noch nicht, aber kommt bestimmt bald. Im Helm. Was? Im Helm? Im Helm drin hier. Achso, ihr meint so ein Vitameiser oben im Helm mit so einem Strohhalm? Genau. Alles klar, okay. Mir sind so ein bisschen die Fragen gerade ausgegangen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, was ich fragen soll gerade. Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit? So, ihr seid jetzt beim Beetle Kitesurf World Cup 2011. Die Woche über war ja nicht so wirklich viel los. Was macht man dann so, wenn man hier Rider ist? Ein bisschen studieren, ein bisschen abhängen und das Wetter genießen. Was studieren? Mode- und Textilmanagement in Hamburg. Alter Falter. Okay, und wie gestaltest du deine Langeweile hier? Was macht man? Ja, ich hatte noch ein paar Rennen die Woche und sonst ja ein bisschen chillen, schlafen, Sonne genießen und erstmal ein bisschen Auszeit von der Schule. Kurze Fangfrage, es gibt ja eine Geschmacksrichtung, die ist Chill. Also die steht für Chill. Weißt du, welche das ist? Ich glaube, das ist grün. Richtig. Weißt du auch, wie die heißt? Chill. Chill? Weißt du, kennst du die verschiedenen Geschmäcker oder hast du das jetzt auswendig gelernt? Apfel. Was? Apfel. Apfel? Was gibt's noch? Orange. Apfel und Green Tea. Das ist hier Grapefruit Orange. Und dann Zitrone, haben wir noch Melisse. Energy Granatapfel mit Energy.